Grundgesetz, Artikel 1, Absatz 2. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Schulgesetz, Paragraph 117. Das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit wird nach Maßgabe dieses Gesetzes eingeschränkt. Irgendwie kamen so alle Gefühle irgendwie hoch. Ich habe diesen Druck wirklich gespürt. Also irgendwie, es war richtig da. Es war total da. Und die Leute drumherum haben sich gefragt, was ist denn das? Es war so eine krasse Stimmung und es ging nur um Schule sozusagen. Kann es denn sein, dass wenn wir sozusagen unsere echten Gefühle zur Schule ausdrücken als Schüler, dass es sich dann anfühlt wie ein Katastrophenszenario? Ich bin früher gerne zur Schule gegangen und trotzdem habe ich sie abgebrochen am Ende, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, weil ich es alles nicht mehr ausgehalten habe. Also um was geht's in der Schule? Ist es einfach nur so ein Auffangbecken von verschiedenen, ganz komischen, abstrusen Bedürfnissen von Erwachsenen? Oder geht es darum, Menschen zu befähigen, an ihr Wissen, an ihr Potenzial zu kommen? Jeder Mensch von uns hat ungefähr 10.000 Stunden seines Lebens in der Schule verbracht. Wie soll ich denn da wissen, was ich wirklich will? Sehne mich nach Menschen und treffe auf Lehrer. Ich will die Welt entdecken, ihr macht es mir schwerer. Ihr benotet mich, macht mich gehorsam, macht mich fügsam, ihr überfordert. Was bauen die da gerade? Ein Saal. Ein Saal, wozu? Weil wir das Bildungssystem zu Grabe tragen. Wo gehört das Schulsystem hin? In die Tonne! Und weil wir jetzt vereint als Jugend stehen, fordern wir ein freies Schulsystem. Projekt ist so voller Bildung, ist so voller Beweis, dass Jugendliche es alleine können, dass Jugendliche alleine es schaffen, ihr Potenzial zusammenzubringen, ohne dass irgendein Erwachsener sagt, ihr macht das. Und das ist der Traum sozusagen, dass die Schulen irgendwann Orte werden, an denen die Kinder nicht aufhören müssen, das Leben zu lieben und an denen die Kinder einfach weitermachen können mit ihrer spielerischen Wissbegierigkeit und ihrem spielerischen Willen dazu, die Welt kennenzulernen. Die Schriftrolle bedeutet für mich, dass ich selber dafür verantwortlich bin, was ich lernen möchte. Und dass ich mir das nehmen kann, dass ich mir das holen kann. Dass ich sozusagen hier reinschreiben kann, was meine Träume sind und dass ich die auch verwirklichen kann.